Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2018. Ja, wir haben in der letzten Folge hier den Motor eingebaut. Jetzt können wir uns mal hier um die Aufhängungsgeschichte kümmern. So, als erstes brauchen wir natürlich Flammrohr V8 OHV. Müssen wir neu kaufen. So, Flammrohr V8 OHV. Das da. Zwei Stück. Hoffe ich einfach. Aber sollte normalerweise passen. Jawohl. So. Dann haben wir Flexrohr V8 OHV Typ D. Flexrohr V8, haben wir das vielleicht? Nein, haben wir nicht. Flexrohr V8 OHV Typ D. Da müssen wir eine ganze Menge neu kaufen bei dem guten Stück hier. Aber es sollte sich eigentlich bezahlt machen. So, dann können wir hier mal mit dem Vorderachsträger anfangen. Typ E. Den haben wir natürlich auch nicht. Vorderachsträger Typ D war das. Hoffe ich. Wenn nicht, haben wir jetzt eine Menge Geld rausgeblendet. Typ E, shit. Und falsche Taste. Typ E. Ich hätte doch besser nochmal geguckt. Naja, vielleicht brauchen wir mal irgendwann. So. Gummilagerbuchse groß. Ja, da haben wir ein paar, das ist gut. Die kaufen wir halt auch. Da kaufe ich ganz gerne mal einfach auf Reserve. Weil die werden immer wieder gebraucht. So, das waren die letzten vier, die wir hatten. Lenkgetriebe. Shit, das ist... Lenkgetriebe, Standard $800. Ich meine, wir haben glücklicherweise... Oh, so viel Geld haben wir gar nicht. Doch, haben wir. 91.000. Ja, da kommt man gut mit aus. Stabilisator VA-Typ. B. Stabilisator VA Typ B. So. Spurstange. War klar. Spurstange zwei Stück. Ich vermute den Kopf genauso, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ach so, erstmal Achsschenkel VA, den haben wir reparieren können, das ist gut. Spurstangenkopf, habe ich es doch gewusst. Zwei Stück. So. Dann haben wir Querlenker VA unten Typ B. Gummilagerbuchse groß, logisch. Buchse. Ja, kann man auch gerade mal 10 Stück von kaufen. Oder 11. Die brauchen wir sowieso massenhaft. So. Den da, den da, den da. Buchsen, die sind wirklich Massenware bei so alten Autos. Querlenker oben, sehr schön, haben wir auch reparieren können. Ich glaube, mit den 16 Buchsen kommen wir nicht weit. Stoßdämpfer VA Doppelquerlenker, den müssen wir sowieso... Stoßdämpfer VA Doppelquelle, die haben wir garantiert nicht im intakten Zustand da, richtig. Da brauchen wir
Stromlager Vorderachse, Stoßdämpfer VA, Doppelquerlenker, Feder VA. So. Domlager für Feder Vorderachse. Feder VA. Und Stoßdämpfer Vorderachse Doppelquerlenker waren das, hoffe ich. So, die können wir gleich mal zusammenbauen. Ja. So, einmal entnehmen. Zusammenbauen. Dann haben wir die auch fertig. Ah, wir kriegen bald ein Level up. Das ist sehr schön. So. Stoßdämpfer. Jawohl. Einmal in neu. Koppelstange. VA Typ B. Da zwei Stück. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Wäre natürlich schön, wenn wir vorne und hinten komplett fertig kriegen würden. So, einmal Hitzeschutzblech. Radnabe Vorderachse, sehr schön. Jetzt haben wir alles reparieren können, das ist richtig toll. So. Radlager, Standard. Da brauchen wir mal zwei Stück. Radlager, Standard. Mindestens zwei. Ich weiß gar nicht, hinten brauchen wir sie wahrscheinlich auch. So. Bremsscheibe innen belüftet. Zwei Stück. Bremsscheibe innen belüftet, zwei Stück. Bremsbeläge. Okay, brauchen wir auch zwei Stück. Nur zwei, weil hinten sind Trommelbremsen. So, Bremssattel. Sehr schön, das haben wir repariert. Radnabendeckel. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Radnabendeckel, zwei Stück, die kosten 10 Dollar. Das ist ja nun nicht die Welt. So. Dann geht's weiter hier auf der Seite. Spurstange. Die hatten wir, glaube ich, auch repariert, ja. So, Spurstangenkopf. Den haben wir schon neu gekauft. Querlenker unten. So. Querlenker oben. Wahnsinn, was da Buchsen durchgehen. So, Stoßdämpfer. Dann Koppelstange. Die haben wir ja auch schon neu gekauft. So, Hitzeschutzblech. Radnabe. Da bin ich froh, dass wir die reparieren konnten noch. Spart zumindest mal einiges an Geld. Bremsscheibe, Bremsbeläge, Bremssattel. Oh. Den brauchen wir neu.
Aber den Kolben haben wir, glaube ich. Ja. So, die Rattennarbendeckel noch. So, Räder müssen wir nachher noch gucken. Ach so, hier Getriebe brauchen wir auch noch. Schwungrad Standard. Schwungrad Standard. $500. Wow. So, Kupplungsscheibe, die haben wir noch wieder repariert. Kupplungsdruckplatte nicht. Oh ja, $88. Ist verkraftbar. Da kommen wir mit klar. Ich fürchte, dass wir das Getriebe neu kaufen müssen. Kupplungsdrucklager, das war uns auch neu. Tablet ist echt Gold wert. Und dann kann man das halt einfach wirklich so holen, wie man es... Ja, Getriebe V8 OHVF. 1.800. Ja. Aber ohne Pferde halt nicht, ne? So, Anlasser, den konnten wir, glaube ich, reparieren, genau. So. Ach so, jetzt brauchen wir noch die Hinterachse. Stimmt. Starrachse, Hinterachse, Typ Schraubenfeder. Das müsste hier dabei sein. Starrachse, Hinterachse, Typ Schraubenfeder. So. Dann Kardanwelle. Ah, die haben wir auch repariert. Sehr schön. Kostet nämlich mit Sicherheit auch nochmal einiges. So. Dann Achsschenkel, Hinterachse Typ B. Achsschenkel, Hinterachse Typ B. 2 Stück. Hoffe ich. So. Stoßdämpfer, Hinterachse, 2 Rohr Öldruck. Stoßdämpfer, Hinterachse, 2 Rohr Öldruck, 2 Stück. Kosten zum Glück nicht so viel. So, Anschlagpuffer, Feder, Hinterachse. Feder, Hinterachse, da brauchen wir 2. Feder, Hinterachse, die kosten aber nicht viel. So, Federunterlage für Hinterachse müssen wir auch neu machen. Federunterlage für Hinterachse, da haben wir sie doch. So, Längslenker Hinterachse kurz. 2 Stück. Wo haben wir ihn denn? Da. Einmal. Gummilagerbuchse. Einmal. So. Befestigungsplatte. Eine haben wir immerhin. Federbügel für Befestigungsplatte. Einer.
2. So. Hitzeschutzblech 4 Loch. Steckachse, Hinterachse, sehr schön. So, Bratbremszylinder. Dann Bremsbacken. Bremstrommel, Standard, die brauchen wir neu. Bremstrommel, Standard, brauchen wir 2 Stück. Da haben wir keine mehr. So, und dann kommt das Rad schon. So, Stoßdämpfer. Oh, den Tank müssen wir noch machen, sehe ich gerade. Kraftstofftank Standard. Kraftstofftank Standard. Jetzt kann ich immer die Pumpe. Konnten wir die reparieren? Yes, sehr schön. So, jetzt geht's hier weiter. Anschlagpuffer. Feder. Und die Unterlage. So, dann haben wir den hier. Gummilagerbuchse. So, und die Befestigungsplatte hatten wir jetzt, glaube ich, keine mehr, ne? Nee. Befestigungsplatte. Eine. So, Bügel haben wir, glaube ich, auch nur noch einen, oder? Ja. Dann müssen wir auch noch einen kaufen. So. Just-in-Time-Lieferung. So, Achsschenkel, Hinterachse Typ B. Hitzeschutzblech. Steckachse, Hinterachse. Oder brauchen wir eine neue? Steckachse, Hinterachse. So, 4 Schräubchen. Hitze. Hammer. Ach so, Radbremszylinder. Bremsbacken. Bremstrommel. So, und dann geht's an die Auspuffanlage schon. Mittelschalldämpfer. Mittelschalldämpfer Standard. 2 Stück. So. Einmal. Zweimal. Endschalldämpfer. V8 OHC. Ich habe es befürchtet, dass wir die auch nicht haben. Endschalldämpfer V8 OHC. 2 Stück. Hoppla. So, jetzt brauchen wir schon die Reifen, ne? Sehr schön. Was haben wir denn dafür welche? Das ist Reifen Ultra Premium und Felge Phoenix. Quark. Felge Phoenix, da haben wir es doch. 255 70 R14 ET0. 255 70 R14. Okay. 255 70 R14. Felge Phoenix war das.
Nehmen wir die Phoenix Black, oder? So. Und dann haben wir 255 70 R14. Nehmen wir die Premium oder die Standard? Nehmen wir hier die Standard. R14. So. Sollten wir das auch montieren können, doch, hoffe ich doch. Montieren. Ja. So. Montieren. Und noch ein. Und ein letzter. Und dann das Ganze noch auswuchten. Und dann können wir es montieren und dann wäre die Pink Lady auch fertig. Dann gehen wir noch kurz auf die Teststrecke damit. Dass wir auch mal wissen, wie das Ding fährt. Karosserietechnisch kann ich ja leider noch nichts machen. Oh, wir sind vom Level her aufgestiegen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Auch wenn wir damit natürlich immer noch nicht lackieren können. Ich glaube, da brauchen wir Level 30 für oder sowas. So, dann machen wir vielleicht das nächste Mal mal wieder eine Fehlersuche oder sowas. Dass wir ein bisschen Abwechslung in die ganze Sache kriegen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? So, ein letztes Mal. Dann können wir die ganze Geschichte montieren und ich hoffe, wir haben nichts vergessen. So. Montage. Ein Premium war drauf ursprünglich, okay. Wir machen halt die normalen drauf. Das wird jetzt auch kein Drama sein. So. So. Dann würde ich mal sagen, runter mit dem guten Stück. Sonst ist alles dran, oder? Ja, sonst ist alles dran. Dann würde ich sagen, bewegen wir es mal auf die
Haben wir irgendwas vergessen? Müsste alles drin sein, ne? Ja. Dann können wir auch direkt hier hingehen, glaube ich. Genau. Rennstrecke nicht, Geländestrecke. Schrottplatz, Teststrecke. Gehen wir mal auf die Teststrecke mit unserem guten Stück. Wir haben kein Lenkrad. Aber der Klang ist... Wow. Wir sollten nur ein Lenkrad noch einbauen. Oh, der Klang ist ein Traum. Aufpassen. Wow, die klingt... Wow. Der könnte mir gefallen. Der könnte mir richtig gefallen. Jetzt müssen wir nur noch ein Lenkrad einbauen. Dann lenkt sich das doch deutlich besser. So. Wir bringen mal von der Hebebühne runter. Fahrzeug bewegen, Stellplatz 1. So. Tablet, Lenkrad, wo kriegen wir denn sowas? Karosserie, Tuning, Innenausstattung, Lenkrad, das muss ich aber gerade mal gucken, ich glaube wir müssen, kann ich nicht auch. Ist das nur Karosserie? Ich will aber da innen rein. Vordertür rechts. Anscheinend geht das nicht. Okay, dann... muss ich das so akzeptieren. Fortsetzen. Modus Demontage von Karosserieteilen. Nee. Fahrzeug verkaufen, ja. Ja, möchten wir. So. Dann können wir gerade mal schauen, was es an Aufträgen gibt. Bolt, Roadster. Oh, das ist so ein ähnlicher, wie wir hatten gerade. Castor, Mayan, Secura Moon. Nehmen wir den, Bremseinrichtung muss repariert werden. So, wow. Was eine Schüssel. Ja, aber ich sag trotzdem jetzt mal... Oh, hier können wir gerade gucken noch. Wir haben eine Verbesserung, die wir machen können. Und wir sind Level 11. Halt 5% mehr Lohn. Demontiere 100% schneller.
Prüfe sofort drei Teile im Inspizierungsmodus. Prüfe Teile 50% schneller, beweg dich 10% schneller, erhalte 5% Rabatt in Shops. Was nehmen wir denn da? Die sind gesperrt. Warum? Brauchen wir den erst, ne? Gehe ich mal von aus. Erweitere deine Werkstatt. Das können wir im nächsten Level machen. Das ist schön. Auch hier werde ich auch erst den Level 2 brauchen, bevor ich den da mache. Okay. Ah, und dann haben wir hier den Level 1. Ja. Machen wir. So. Ja, und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann hier an der Schüssel die Bremsen reparieren. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.